und es wird gefragt, ob es mir Spaß macht. Und ich überziehe natürlich nur, ja, ich überziehe nur, weil ich muss. Nein, ich überziehe, weil ich die Karte gerne noch abschließen will. Ja. Sonst kann ich nicht in Ruhe schlafen. Heute Nacht. Ja? Hm? Ja! Ja? Sie werden brennen! Wo bleiben die Feuertypen? Kommandant? Die sollten noch ein bisschen Schaden machen können an so einer Tür. Und da muss ich dem Chat auch noch recht geben, er kann sogar die Kampagne in Koop spielen. Ach, geschafft. Die Palisaden sind zerstört. Ja, aber immer noch keine Spur von der Augurin. Feiges Weib. Was zum... Angriff! Du Bastard! Jetzt! Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt! Wir werden angegriffen. Na? Da ist die Dame, die uns gesagt hat, ihr dürft nicht hier sein. Salangar, wir sind noch nicht fertig. Was macht sie? Noch lange nicht. Weg. Warum müssen alle verschwinden? Verdammt. Es ist vorbei. Was ist mit der Augurin? Die kriegen wir schon noch. Sprech mit uns, Weib. Was ist hier passiert? Seid ihr? Von der königlichen Armee. Du bist in Sicherheit. Jetzt sprech. Was ist? Was war das? Elfen. Sie müssen Verstärkung bekommen haben. Verdammt. Kapell, Taha, kehrt unverzüglich zum Außenposten zurück. Jemand muss die Verteidigung leiten. Verstanden. Was ist mit dem Dorf? Anselm und ich werden es beschützen. Der Rest der Wolfsgarde sollte jede Sekunde eintreffen. Wir müssen nur das Dorf so lange halten. Bewegung. Alles klar, Taha. Zurück zum Außenposten, und zwar schnell. Was braucht ihr? Natürlich. Nichts. Wir haben einen Sektor verloren. Alles klar, ich bin bereit. Was? Hm? Lauft. Ja, Kommandant. Ach so, ich kann bestimmen, was hier eingelagert wird und was nicht. Okay. Hm, bitte? Wir werden angegriffen. So, weiter. Ja? Ja? Fangt! Sie werden brennen! Da kommen meine Helden. Ja. Das sind mehr, als ich erwartet habe. Und der Held von denen... Mach dich bereit, Taha. Mehr von ihnen! Tötet sie! What the fuck? Unsere Helden wurde getötet. Kommandant? Bitte? Feuer! Halt! Halt, das reicht! Bitte, hört mir einfach zu! Das muss ich mal überlegen. Ich bin bereit. Bleib bei mir. Richtig, bleib bei mir! Ich tatsche dich ein bisschen an. Worum geht's? Ach, da ist er. Dann erzähl mir, was Sache ist. Interessant.
Bitte, ich gebe auf. All das, es hätte nicht so kommen sollen. Das hättet ihr euch überlegen sollen, bevor ihr uns angegriffen habt. Ja, ich weiß. Aber wir haben nur getan, was wir für richtig hielten. Das müsst ihr uns glauben. Hört her, ich... Augurin Elion hat mir von euch erzählt, warum ihr hier seid und über eure Meinungsverschiedenheit. So kann man es auch nennen. Augurin Elions Bogenschützen haben ohne Grund das Feuer auf uns eröffnet. Ja, und das hätte sie nicht tun sollen. Elion, sie ist in Panik geraten. Sie war schon seit fast einem Monat in dem Dorf, umgeben von Leichen und Tod. Und ich und meine Truppen hätten bereits vor Tagen eintreffen sollen. Ihr Befehl war es, das Dorf zu beschützen, nicht einen neuen Krieg mit der Krone zu beginnen. Wie gesagt, es hätte nicht so kommen sollen. Ungeachtet eurer Absichten, diese Lande gehören der Krone. Unbefugt ein Dorf zu besetzen, ist ein Akt des Krieges. Ich weiß, aber die Lage hat es erfordert, schnell zu handeln. Und in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen in eurem Land konnten wir es nicht riskieren, dass ihr uns den Eintritt verwehrt. In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen? Ja. Die Reinheit des Lichts und ihre Verfolgung von magisch Begabten. Versteht mich nicht falsch, aber besonders für uns als Elfen, die nahezu alle Magie in sich tragen. Es fällt uns schwer zu verstehen, warum der Lord Marschall sie einfach gewähren lässt. Und das rechtfertigt den Bruch eines jahrhundertealten Vertrages. Seltsame Argumentation. Ich verstehe eure Besorgnis. Erleichternd, das zu hören. Ich hatte schon befürchtet, dass ganz Northander den Verstand verloren hat. Wie dem auch sei, das ist ein anderes Thema. Korrekt. Wenn das stimmt, warum seid ihr denn überhaupt hier? Aus dem gleichen Grund wie ihr. Wegen des Blutbrandes. Die Moorhir-Elfen waren auch von ihm betroffen. Das glauben wir zumindest. Ihr glaubt es? Ja. Selbst jetzt gibt es innerhalb der Moorhir noch Unstimmigkeiten darüber. Aber momentan ist unser Verdacht, dass der Blutbrand uns Elfen auch betrifft, aber sich in anderen Symptomen äußert als bei euch Menschen. Das ist interessant. Also seid ihr hier, um den Blutbrand zu untersuchen? Korrekt. Aus nächster Nähe. Und ihr habt keine Angst, angesteckt zu werden? Wie schützt ihr euch vor Infektionen? Nein. Das ist eine der vielen Fehlannahmen, die unter euch Menschen über den Blutbrand kursieren. Er ist keine gewöhnliche Krankheit, wie euer Lord Marschall das glaubt. Und folglich ist er auch nicht ansteckend. Ihr könntet eine sterbende Frau um einen Tanz bitten, und euch würde nichts passieren. Was macht euch da so sicher? Naja, im Grunde genügt es, wenn man das Muster beobachtet. Der Blutbrand kann ein ganzes Dorf wie Lianon auslöschen, aber das Dorf, das nur eine Meile südlich davon liegt, bleibt unberührt. Selbst bei ungünstigen Winden und stetigem Handel. Und wenn er zuschlägt, kann es sein, dass er einen starken Mann von 30 Wintern tötet, aber seine Großmutter verschont. Wo ist die Logik? Vielleicht haben wir das Muster ja bislang einfach noch nicht verstanden. Da ihr davon ausgeht, er wäre ansteckend, habt ihr euch doch mit Sicherheit eine Art Schutz mitgebracht, oder? Was? Einen Trank? Ja. Bitte zeigt ihn mir. Hier, tut mir leid, Sahar, aber ich möchte mir das ansehen. Wie erwartet. Seht her. Was zum... Was macht ihr da? Ihr dürft ihn nicht auf einmal trinken. Doch, darf ich. Weil das, was ihr da habt, pures Feuernesselwasser mit ein paar Farbstoffen Placebo! Ist. Eure Arznei ist vollkommen nutzlos und derjenige, der sie gebraut hat, weiß es. Denn, ich wiederhole mich, der Blutbrand ist keine gewöhnliche Krankheit. Sondern? Nun, genau das wollen wir eben herausfinden. Aber bislang gehen wir davon aus, dass es sich um eine Art Fluch handelt. Einen Fluch, der einer sehr alten, unbekannten Art von Magie entspringt. Und das ist sie auch schon, Evran. Die große Wahrheit. Wir haben Lianon eingenommen, weil wir verstehen wollen. Weil wir es müssen. Man hat mir erzählt, dass ihr hier bereits einige Tage vor dem Ausbruch eingetroffen seid. Und ihr fragt euch, wie wir von dem Ausbruch wissen konnten. Ich verstehe. Aber ihr könnt mir glauben, wir haben ihn nicht verursacht. Warum sollten wir das tun? Wir wussten, dass es einen Ausbruch hier in Lianon geben würde, weil wir festgestellt haben, dass es Zeichen gibt, die den Blutbrand ankündigen. Zum Beispiel eigentümliche Geräusche? Also wisst ihr es. Ja, eigentümliche Geräusche. Oder sogar eine Stimme, wie manche Quellen behaupten.
Was merkwürdig ist, ist nur, dass nicht jeder diese Geräusche hören kann. Ich will nicht lügen, Korporal. Nachforschungen hin oder her. Wir tappen immer noch im Dunkeln. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr hierher gekommen seid, um den Ausbruch zu beobachten. Ja, wir hatten natürlich auch gehofft, helfen zu können. Aber es war vergebens. Keines unserer Heilmittel half. Und ihr könnt uns glauben, dass dieses Sterben den Elfen, die hier stationiert waren, ebenso unter die Haut ging wie euch. Ein weiterer Grund, warum Augurin Elion so unvernünftig reagiert hat. Selbst wenn das alles stimmt, warum hat uns eure Augurin nicht hineingelassen? Warum hat sie das Feuer eröffnet? Weil sie euch davor bewahren wollte, euren Befehl auszuführen. Welchen Befehl? Den Blutbrand zu untersuchen? Nein, der... Moment. Ihr wisst es nicht? Bei Elend, tatsächlich. Euer General. Er hat euch nicht die ganze Wahrheit gesagt, nicht wahr? Das Dorf ist im Begriff, neutralisiert zu werden. Alle Überlebenden, Kinder, Frauen, Alte werden getötet. Die Krone glaubt, dass das der einzige Weg ist, um sicherzustellen, dass der Blutbrand sich nicht bis nach Graufurt ausbreitet. Das wusste ich doch. Das Placebo wusste ich schon vorher, dass die das Dorf auslöschen wollten. Das ist doch lächerlich. Woher zum Henker wollt ihr das wissen? Könnt ihr euch das nicht denken? Wir haben unsere Vögelchen in Grauschanze, so wie ihr eure in Waldschatten habt. Dann müssen wir ihn aufhalten. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagen würdet. Ich würde euch ja helfen, wenn ich könnte, aber in Anbetracht der Geschehnisse bezweifle ich, dass meine Anwesenheit eine Hilfe wäre. Mit anderen Worten, es liegt in euren Händen. Wir werden unsere Leute bis zum Morgengrauen abziehen. Und von nun an wird euch kein Mohr hier mehr attackieren. Lebt wohl, Evran. Und danke, dass ihr mich verschont habt. Und jetzt muss ich meinen ehemaligen General zur Rede stellen und hoffen, dass er mich nicht tötet, wenn ich mich dagegen stelle. Was ist eigentlich mit dir, Bertrand? Was hältst du von der ganzen Sache? Von dem, was der Elf uns gerade erzählt hat? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er lügt. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie recht haben. Insbesondere, was unsere Befehle angeht. Und wenn doch? Keine Ahnung, Tahar. Ich meine, welche Wahl haben wir denn? General Norias Befehl zu verweigern, würde uns zu Deserteuren machen. Ja. Tja, dann wäre das halt so. Und genau so richten wir uns gegen die Krone. Ach so, wechsle ich meine Aktionsgruppe. Da erkennen wir gleich, dass das eine 1 darstellen soll. Ach, das sind Symbole einfach. Um die anderen Fähigkeiten auch gleichzeitig zu benutzen oder... Ja. Verstanden. Na, sieh mal einer an. Taha. Anselm, was ist passiert? Wo ist der General? Im Norden. Er hat uns das Kommando überlassen. Was ist mit dem Außenposten? Habt ihr ihn gesichert? So unbekümmert, wie ihr hier reingeschlendert seid, könnte man fast meinen, die Elfen haben kapituliert. Haben sie auch. Anselm, ich muss mit dem General sprechen. Es gibt ja etwas über den Blutbrand, das er nicht... Spar dir den Atem. Leonon wird neutralisiert. Neutralisiert? Du meinst ausgelöscht. Nenn's, wie du willst. Und ja, ich weiß, sehr tragisch, aber es geht nicht anders. Laut dem General war das von Anfang an der Plan. Solange wir nicht wissen, wie diese Krankheit sich verbreitet, darf keiner diesen Ort verlassen. Zumindest nicht lebendig. Es tut mir leid. Das ist Wahnsinn. Diese Menschen sind unschuldig. Anselm, wir können sie nicht einfach töten. Ja, und was sollen wir deiner Meinung nach tun? Auf die Knie fallen und weinen? Wir sind Soldaten und wir haben einen Befehl bekommen. Ende der Geschichte. Also wusstest du von Anfang an, weshalb wir hier sind? Warum hat er es dir gesagt, aber uns nicht? Ich habe es auch eben erst erfahren. Also nein, ich wusste es nicht. Aber General Noria weiß nicht, was wir wissen. Und das sollte er, bevor er irgendeine Entscheidung trifft. Inzwischen würde es eine Stunde dauern, ihn einzuholen. Selbst zu Pferd. Und selbst wenn, er hat seine Entscheidung getroffen. Was ich übrigens auch verstehen kann.
Das Leben aller Menschen Northanders steht auf dem Spiel. Vielleicht sogar ganz Eo. Nein, das kannst du vergessen. Ich werde diese Menschen nicht töten und du ebenso wenig. Genau das wollte ich hören. Eins noch, bevor wir dich kalt machen. Erinnerst du dich an ihr Gesicht? Tiaras Atem. Es geht um deine Schwester. Du weißt es also. Ich bin beeindruckt. Ja, es geht um meine Schwester. Die verdammt nochmal gestorben ist, bei dem Versuch, dich vor deinem Vater zu retten. Meine Schwester. Gwen. Dein Vater hat sie bei lebendigem Leibe verbrannt, ihr die Haut vom Schädel geschmolzen. Aber nein, das war nicht genug. Anstatt dich zu töten, wie er es hätte tun sollen, hat der General dich leben lassen. Mehr noch, zum Teil der Armee gemacht. Dich, den Sohn des Verräters. Er hätte ebenso gut auf das Grab meiner Schwester pissen können. Das ist nicht gerecht, Anselm. Das ist nicht gerecht und das weißt du. Scheiß auf gerecht, du Wichser! Sie ist tot, verdammt nochmal! Sie ist tot und du lebst! Du hast nicht die leiseste Ahnung, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Das Gute daran ist, dass ihr einen Befehl vom General verweigert habt. Das spart uns das Kaschieren. Verrat liegt dir eben einfach im Blut, Taha. Bringen wir es hinter uns. Okay. Also. Das kannst du nicht tun! Du wirst überrascht, was ich alles tue. Guter Plan. Ich bin bereit. Erstmal die Gefolgsleute töten. Aber ich sehe gerade, der haut mich ganz schön. Was braucht ihr? Für die Krone! Er mochte mich eh nicht. Verdammt! Bleib ruhig, Bertrand. Das war nicht unsere Schuld. Wir müssen... Taha! Es gibt Neuigkeiten vom Ge... Tiaras Atem. Was ist dir passiert? Wir können das erklären. Sie... Bleibt, wo ihr seid. Deine eigenen Brüder abzuschlachten. Ich kann es nicht glauben. Aber ich hätte es mir denken sollen. Lasst auf der Stelle die Waffen fallen. Auch ihr, Capell. Es sei denn, ihr wollt den Henker um seine Arbeit bringen. Den Henker? Was dachtet ihr? Ihr seid hiermit des Hochverrats angeklagt. Verraten vom Kind des Verräters. Das wird dem General überhaupt nicht schmecken. Überhaupt nicht. So lerne ich die Dame kennen. Die Elfe, die ist bestimmt noch im Knast. Weil die bestimmt jetzt 7-mal gefehlt wurde und immer noch lebt. Ich habe euch immer gesagt, dass so etwas passieren würde, Lord Arandir. Ich habe es euch gesagt. Das habt ihr. Und ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles ist, was ihr zu eurer Verteidigung zu sagen habt, Taha. Anselm und seine Freunde wollten uns töten. Und wir haben uns verteidigt. Wollt ihr es schriftlich haben? Hüte deine Zunge, Taha. General. Ihr seid ein Soldat der Krone, Taha. Und die letzten 8 Jahre habt ihr uns gute Dienste geleistet. Und nicht nur das, ihr gingt sogar so weit, eurem Vater den Gehorsam zu verweigern, weil ihr wusstet, dass seine Taten fehlgeleitet waren. Das respektiere ich. Aber kaltblütig 5 eurer eigenen Brüder zu töten und einen königlichen Befehl zu verweigern, das kann ich nicht ungestraft lassen. Es tut mir leid. Aber das ist doch lächerlich. Der General hat sich geirrt. Versteht ihr denn nicht? Wir haben uns geirrt. Der Blutbrand ist nicht ansteckend. Was hätten wir denn tun sollen? Ein ganzes Dorf auf einen Verdacht hin niedermetzeln? Tiaras Atem, seid ihr ignorant oder einfach nur dumm? Dieser Elfenkommandant hätte euch doch alles erzählt, damit ihr ihn ungeschoren davonkommen lasst. Aber ich werde mich nicht weiter vor euch rechtfertigen. Ihr seid es nicht wert. Du bist ein Mörder, Taha. Ich hätte es wissen müssen, aber ich war zu blind. Dasselbe gilt für dich, Capell. Ihr beide seid eine Schande für die Wolfsgarde. Ah,
sagt mir eines, Taha. Bereut ihr es wenigstens? Hier geht es nicht um Reue. Die Dorfbewohner waren unschuldig und ich habe versucht, sie zu retten. Das ist alles. Nein. Die Informationen, die euch zu euren Handlungen verleiteten, stammen von Leuten, die einen jahrzehntealten Vertrag gebrochen haben. Und selbst wenn sie es nicht getan hätten, woher wollt ihr wissen, dass sie euch die Wahrheit gesagt haben? Graufurt wäre womöglich von der Landkarte verschwunden, wenn General Noria seinen Befehl nicht ausgeführt hätte. Korporal Taha, Korporal Kapell, ihr seid hiermit des Mordes an 5 Soldaten der königlichen Armee und der Befehlsverweigerung für schuldig befunden. Die Strafe für dieses Vergehen lautet Tod durch Pfählung. Juhu. Werft sie in den Kerker. Jetzt kann man eine Fehlung doch noch live sehen.